Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch wieder ein Telefonat am Stück mitgebracht. Jede Menge Wahnsinn pur. Eine Sache ist allerdings heute neu. Ab heute habt ihr jetzt das erste Audio-File, was mit der neuen Telefonanlage telefoniert wurde, die wir dank euch hier nur organisieren konnten, da wir nun auf ein kostenpflichtiges Modell umgestiegen sind, wo die Aufzeichnungen einfach besser funktionieren und nicht mehr direkt im Telefon verarbeitet werden müssen, sondern direkt über die Anruferleitung, also eine digitale Lösung. Ich hoffe, es ist die Audioqualität ist spürbar ein bisschen wenigstens besser geworden. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und nun viel Spaß mit diesem neuen, tollen, wahnsinnigen Telefongespräch. Guten Tag. Schönen guten Tag. Viktoria Krause ist hier, Firma FinCloud. Spreche ich mit Herrn Heinrich Kott, ja? Ja. Herr Kott, ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung auf unsere Finanzplattform. Ich sehe in meinem System, dass Sie kürzlich sich bei uns angemeldet, um online zu handeln. Richtig? Nee. Okay, ich bin, wie habe ich schon gesagt, Kontomanagerin bei der Firma FinCloud und rufe Sie an, helfen Ihnen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Sagen Sie mir bitte, Herr Kott, haben Sie schon irgendwelche Erfahrungen auf dem Finanzmarkt? Ja. Okay, das ist schön, dass Sie erfahrene Kunden sind. Können Sie mir bitte kurz erklären, haben Sie das selbst gehandelt oder besitzen Sie einfach irgendwelche Aktien oder haben Sie mit Broker was getan? Ja. Sorry, ja, was? Alles. Also, Sie besitzen und Aktien und mit Broker mitarbeitet, so kann ich einfach notieren, ja? Exakt. Mhm. Super. Okay, dann frage ich anderes. Sie haben unsere Werbung gesehen. Haben Sie da alles verstanden oder haben Sie noch irgendwelche Fragen an mich? Ja, wie funktioniert denn das? Okay, ich erkläre. Wir bieten momentan unseren Kunden ein automatisches System, um online zu handeln. Ja? Ja. Das ist ein Algorithmus oder Programm, die kurz zu sagen handelt für Sie. Es kauft, wo Preis ist niedrig und gleichzeitig auf einer anderen Plattform verkauft, wo Preis ist höher. Und diese Differenz zwischen Verkaufs- und Verkaufspreis ist Ihre Gewinne. Genau. Und dieses System kann nicht nur ein, aber viele bis 10 oder mehr Handels pro Tag machen. So, ja. Deswegen Schritt für Schritt sammeln Sie mehrere Summen. Mhm. So ist das. Sagen Sie mir bitte, mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Ja, ich würde erstmal übertreiben und direkt mit 25 Euro einsteigen. Mit 250, ja? Nee. Mit welcher? Na, mit 25. Mit 120? Nee. Mit was? Kleinen Moment, ich höre Sie leider nicht klar. So, wenn habe ich richtig verstanden, Sie möchten mit 20, ja? 25. 120? Nee. Mit 520, mit welcher nee. Summe? Ich höre Sie leider. Mit 25. Nochmal, mit welcher Summe? Sorry, ich höre Sie. 25. Mit 25, ja? Habe ich richtig gehört? Genau. Okay, aber leider unser Mindestensbetrag mit diesem vollautomatischen System, das beträgt 250. Ach so, aber haben Sie ja nicht gesagt. Was kann ich Ihnen anbieten? Ich kann für Sie machen für 150 Euro Demokonto für eine Woche mit dieser Woche, eine Woche Sicherung. So, was das bedeutet. Sie können 150 Euro einzahlen, öffnen Ihr Handelskonto und eine Woche dieses System ausprobieren. Alle, was Sie gewinnen in dieser Woche, ohne Zinsen können Sie jederzeit auszahlen. Falls aber gefällt dachte, Ihnen nicht, das nur ausprobieren. Wie schauen Sie mal. Wohin denn? Normalerweise, bei normalem Handel, unsere Unternehmen nehmen 2% Kommissionen für unsere, von ihren Gewinnen.
diese Woche mit dem Konto. Sie bezahlen diese 150, aber das ist Ihr Startkapital. Und, alle, was Sie gewinnen, gehört Ihnen ohne unsere Kommissionen. Wir nehmen keine Provision für unsere Arbeit diese Woche. Ja. Falls sind Sie gefällt Ihnen arbeiten mit uns, gehen Sie weiter. Falls wohin sind Sie unzufrieden, Sie können Ihr Handelskonto schließen und Auszahlungsforderungen öffnen. Und Sie bekommen Ihre Profite und auch Ihre, dieses Startkapital zurück. Aha, interessant. So ist das. Sie können das einfach probieren. Ja. Weil wir bitten, wenn wir öffnen Demokonto, wir können Ihnen geben Bonus von unserem Unternehmen, damit Sie bekommen diesen Mindestbetrag, diese 250. Weil dieses System anrichtet mit dieser kleinen Summe, mit dieser 250 anfangen. Kann ich da nicht 1000 Euro Bonus bekommen? Nochmal bitte? Kann ich da nicht 1000 Euro Bonus bekommen? 1000 leider Bonus können Sie nicht bekommen. Wenn Sie zum Beispiel fangen mit 1000 Euro, dann können Sie bis 50% von Ihrer Einzahlung bekommen, Bonus von unserem Unternehmen. Mit dieser Demokonto. Mit diesem Demokonto gibt unser Unternehmen Ihnen einen kleinen Bonus, damit Sie mit 250 anfangen können. Aha, ist sehr interessant. Sagen Sie mir bitte, für diese Einzahlung machen und Ihre zukünftige Auszahlung bekommen, benutzen Sie Visa oder Mastercard? Was ist bequemer für Sie? Ja, das habe ich. Haben Sie Visa oder Master? Ich habe verschiedene Zahlungsmethoden. Ja, genau. Genau Masterkarte oder genau Visa-Karte? Ja, oder beide. Beide, okay. Ja. Mhm. Diese Karte, ist das für, sozusagen für Internet-Einkauf schon aktiviert? Haben Sie schon mit dieser Karte im Internet bezahlt? Ja, da habe ich zuletzt meine Dildos mitbestellt. Okay, gut. So, was ist bequemer für Sie? Machen diese Einzahlung selber mit Karte? Oder ich kann Ihnen von unserer Seite helfen oder schicken Ihnen Bankdaten für die Überweisung? Ja, genau. Was genau? Sagen Sie mir bitte. Genau, Banküberweisung. Oder genau mache ich selber mit Karte? Na, so wie Sie das möchten. Wie bitte? So wie Sie das möchten. Okay, dann machen wir Folgendes. Schauen Sie mal, unter dieser Nummer, die telefoniere ich, haben Sie WhatsApp oder ist bequemer per E-Mail? Ich schicke Ihnen einen Link, dann begleite ich Sie und Sie können mit Ihrer Karte das einzahlen. Okay? Mhm. Dann kleinen Moment bitte. Mhm. Schauen Sie mal, ich buchstabiere. Ihre E-Mail-Adresse, große Heinrich von großer Buchstabe, dann noch einmal Heinrich, große Buchstabe, Code mit großer K, at gmx.net. Ihre E-Mail-Adresse? Gut. So, kleinen Moment, Sie bekommen von mir jetzt eine E-Mail von Viktoria Krause. Kleinen Moment. Sagen Sie mir bitte, Herr Kot, Sie suchen bei uns nach Nebeneinkommen oder nach Haupteinkommen? Nein, Zwischeneinkommen. Zwischeneinkommen. So, Sie sind berufstätig, oder? Nee. Nee? Mm-mm. Okay, das ist... Schauen Sie mal, ich habe Ihnen gesendet E-Mail. Ja? Sicher? Sorry, nochmal? Sicher? Schauen Sie mal in Posteingang. Nicht da. Kleinen Moment. Mhm. Ich habe immer bekommen Nachricht, dass diese Post ist ungültig ist. Haben Sie da einen Fehler gemacht?
Vielleicht haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Nee. Okay. Wann kann ich Sie dann erreichen, um Informationen, diese Zahlungssystem, Zahlungsmethode zu senden? Ne, ich habe Sie doch am Telefon. No, ja, am Telefon leider kann ich Sie nicht senden. Okay, ich kann Ihnen weiteres bieten. Ich kann Ihnen helfen, von unserer Seite diese Transaktion machen. Wir werden gleich Anfrage zu Ihrer Bank machen, um ihr eine Transaktion zu öffnen. Passt es Ihnen? Ja, also wieder Wahnsinn vom Feinsten. Also erstmal stammelt die sich ja hier komplett was zurecht. Und mal davon abgesehen, ist das Gespräch eigentlich sowieso total konfus und weiß ich nicht. Also es ist ja vom Zuhören keine Ahnung, wie das Gespräch überhaupt zustande kommen konnte. Aber naja, was sie jetzt hier vorschlägt, sie schlägt jetzt vor, dass sie meine Kreditkartendaten in das Computersystem einpflegt und ich ihr dann quasi den PIN durchgeben soll, wenn er dann kommt. Ja, das ist natürlich nicht seriös. Normalerweise zahlt man über ein Bezahlsystem, drückt dann da irgendwo auf einen Link oder geht meinetwegen bei denen auf der Webseite und zahlt dann da über einen Zahlanbieter ein. So funktioniert es normalerweise, man macht es halt selbst. Und hier wird jetzt angeboten, dass die das übernimmt, weil ich ja scheinbar dazu nicht in der Lage bin und das nicht gebacken bekomme, weil die E-Mail nicht ankommt. Vielleicht sollte man als allererstes mal darüber nachdenken, dass so ein Bezahlsystem eigentlich auch nicht einfach so per Link geschickt wird, sondern direkt auf der Webseite steht, weil erstmal muss ich ja ein Produkt kaufen, um es dann ja zu bezahlen. Ja, also, tja, hier klicke ich einfach nur auf irgendeinen Link, soll irgendwie Geld überweisen und das ist dann auch schon alles, was das beinhaltet, der Kundenservice hier am Telefon. Dass das nicht seriös sein kann, naja, ich glaube, das spricht ja schon ganz alleine für sich Bände. Das Problem ist, dass hier eben einfach auch Menschen einzahlen und gar nicht merken, was dann passiert, weil ihr zahlt ja komplett am Webseitensystem vorbei. Ich meine, na klar, kann man auch bei denen auf der Webseite sicherlich einzahlen. Am Ende passiert das Gleiche, die Kohle ist weg. Aber hier ist doch der Beschiss total offensichtlich. Wenn die meine Daten jetzt quasi abtippen soll und oder will und ich gebe ihr die Daten durch. Weiß ich nicht. Also ich glaube, bei einer normalen Bank würde das so nicht laufen. Okay, dann sagen Sie mir bitte Ihre Kartennummer. Was denn für eine Kartennummer? Was denn für eine Kartennummer? Füllen wir jetzt ein Formular aus und öffnen Sie es ein. Ich soll ein Formular ausfüllen. Was soll ich denn dann da öffnen? Sagen Sie mir bitte Ihre Geburtsdatum und Ihre Adresse. Mein Geburtsdatum? Die Braunschweiger Straße 77. Nochmal bitte. In 12055 Neukölln. Nicht so ein bisschen langsamer. 12055 Köln, also Neukölln. 12055 Neukölln. Ja, okay, ich habe es gefunden. Ja, gut. Dann bitte Ihre Straße und Hausnummer. Es ist der 17.07.1992. 17.07.1992. Hallo? Ja, wer ist denn da? So, ich sage Straße, Ihre Straße und Hausnummer. Sagen Sie jetzt, oder was? Hallo? Ja, ich bin hier. Hören ja. Sie mich oder hören Sie mich nicht klar? Ich kann Sie hören, ja. Das akustisch kommt da was rüber. Glenn. Wiederholen Sie bitte nochmal die Straße und Ihr Hausnummer. Braunschweiger Straße 77 in 12055 Neukölln. Neukölln? Ja. Hallo? Ich kann Sie nicht mehr hören. Hallo? Hören ja. Sie mich? Hallo? Ja, bin hier. Zu Neukölln, ja? Und die Straße? Braunschweiger Straße 77. Kleinen Moment. Bitte nochmal langsamer die Straßenname. Braunschweiger Straße 77. Erste? Braun. Erste Buch. Was? Erste Buch. Wie? Was nochmal? Denn? Was denn? Erste Buchstabe, bitte. Ein ich B. Ich höre Sie leider nicht klar. B? Ja. B. Okay. Ja, oder Bommelnütze. Weiter? Buchstabieren Sie so. B, ja? Bin ich richtig?
Braunschweigstraße, oder? Ja. Okay. Hausnummer? 77. 77, wunderbar. Ja. Kleinen Moment, bitte. Mhm. Kleinen Moment, bitte. Mhm. Okay. Dann, Herr Gott, brauche ich Ihre Kartennummer, damit wir mit unserer Finanzabteilung Ihre Transaktion erledigen können. Hallo? 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 Ja, ja, ich bin hier. Hören Sie mich? So, ich sage Ihnen von unser. Hallo, sind ja. Sie da? Ja. Okay. Ich kann mit Finanzabteilung Transaktion von unserer Seite sagen oder machen. So, sagen Sie mir bitte, haben Sie Ihre Karte dabei, mit welcher für Sie bequemer das machen? Welche soll ich nehmen? Sagen Sie mir bitte Ihre Bankkarte. Ja, entweder Visa oder Mastercard, was ist bequemer für Sie? Ist mir egal. Dann sagen Sie mir bitte, okay, nehmen wir Mastercard, sagen Sie mir bitte diese 16-zellige Nummer. Ich mal gucken. Muss ich mal holen, die Karte. Ja, ich bin hier. Ja, wo denn? Wo ist das hallo? Denn? Ja, hallo. So, ich notiere. Was denn? Nein, ich sage, ich brauche, um Ihre Transaktion erledigen, ich brauche diese 16-zellige Nummer, die auch auf Ihrer Karte steht. Ja, die wollen Sie haben, die wie Nummer? Laut ist dann? Nein, da, auf, nee. Das steht auf Ihrer Masterkarte oder Visa, mit welcher möchten Sie? Nehmen Sie das, Master. Ja, das ist mir egal. Okay, dann sagen Sie mir bitte diese Nummer. Ja, dann gehe ich mal nach der Nummer gucken, ja? Aha, bitte. Ja. Hallo. Ja, hallo. Wer ist denn da? Ja, ich bin hier. So, ich notiere. Sagen Sie mir bitte Ihre Nummer. Ja, ich gucke gerade nach der Nummer. Ich muss doch die erstmal holen. Ah, okay, okay. Weil dachte nicht, das dauert so lange. Das ist weiter Weg. Ich muss erstmal bis zum Flur. Ja. Nein, kein Problem, kein Problem. Ich bin hier. Nehmen Sie Ihre Zeit. Also mal davon abgesehen, dass die Tante ja irgendwie, weiß ich nicht, total durch den Wind scheint. Das Gespräch, das zieht sich einfach wie ein Kaugummi, ohne Sinn und Verstand. Tja, und immer wieder dieses Hallo-Hallo dazwischen. Weiß ich nicht, als würden wir hier mit irgendjemandem ganz komisches telefonieren. Ich meine, dass die Betrüger, naja, alle ein bisschen komisch sind, das wissen wir auch, ohne dass wir darüber sprechen. Das ist ganz normal. Aber ich finde es irgendwie Wahnsinn. Die macht es ja hier wirklich selber schwer. Die ist total durcheinander. Das wirkt eigentlich so, als wäre sie neu. Kann ja sogar so sein. Weil, wer möchte denn da auch lange so einen Job machen? Naja. Und sagen Sie mir bitte, vielleicht ich bin nicht klar geschrieben, Ihr Geburtsdatum bitte. Ja. Sagen Sie mir. Der 17.07.1992. 17.10. Siebte. Nochmal, 17.10. Siebte. Fünfte, ja? Nee, siebte. Und in Oktober? Nee, sieben. Im Juli? Ja. 17.07. ja? Und die Jahr? 1992. Mhm. Vielen Dank. Bitteschön. Okay, dann warte nach Ihrer Kartennummer. Ja, die Kartennummer, die lange, ja. Ist der Kartennummer beginnt mit 4 oder mit 5? Ja. Mit 4 oder mit 5? Ach, das war eine Frage. Das weiß ich ja nicht, muss ich ja gucken. Okay, dann warten wir. Ja. So, die Nummer ist denn die 427-349-174-283-731. Bitte, bisschen langsamer. Nochmal 4, 7, nochmal 4,
427-3917-428-37-316. Kleinen Moment. So, wir prüfen. Ich langsam schreibe ich nochmal. 4. Langsam, weil das ist Geld, das brauche ich nicht so schnell. Ja. So ein bisschen langsam bitte, Herr Gott. 4, weiter. Mhm. Was denn? Ziffern für Ziffern, sagen Sie mir bitte Ihre Kartennummer 4. Ach so, die ganze lange Nummer nochmal. Ja, nochmal bitte, aber langsamer, ich muss das prüfen. Von der Kartennummer? Ja, genau. Also die 16-stellige Nummer? Ja. Die von der Visa-Karte? Wenn Sie wollen Visa, wenn Sie haben Master, können Sie mit Master das machen. Ja, mega. Okay. Welche Karte soll ich denn nehmen? Egal, geben Sie Master. Also soll ich jetzt die Masterkarte holen? Ja, machen Sie das. Okay, dann hole ich die Karte. Ich dachte, schnell. Sie haben das. Okay. Hallo? Ja, hallo? Aha. So, es dauert noch, oder? Was denn? Sie haben mir gesagt, Sie gehen Ihre Masterkarte holen. Oder ja, haben ja. Sie dabei? Nee, ich hole gerade die Masterkarte. Okay, dann sagen Sie mir bitte diese Nummer, die auf Ihrer Karte steht. Aber langsam bitte. Die 16-stellige Nummer, ja, die ganz lange. Ja, genau. Von der Masterkarte. Ja. Ja, fängt mit 5 an. Auch? Sorry? 5. Nochmal? 2. 5, ja? 7. 5, 2, 7, ja? Nee. Okay, dann langsam von Anfang. 5. 5. 5. 5. 2. Ja, 2. 7. 7. 3. 3. 8. 8. 5. 5. 5. Nochmal 5, ja. 4. 4. 9. 9. 5. 5. 9. 9. 8. 8. 9. 9. 2. 2. 2. Ja, 2. Ja. 3, ja? Nee. Die letzte. 2. 2, 2. Ne, das ist die letzte 13. 2, 2 und die letzte? Die letzte ist die 2, 2. Ah, 2, nochmal, kleinen Moment. Mhm. Okay, dann, Herr Kurt, kleinen Moment, ich buchstabiere. Prüfen Sie 5, ja? Ja. 2, 7, 3, 8, 5, 4, 9, 5, 9, 8, 9, 2, 2. Korrekt? Nee. Okay, sagen Sie mir nochmal. Die ganze Nummer? Ja, ich verstehe nicht, wo ist die Fehler. Dann sagen Sie mir bitte nochmal. 5? Ja. 5? 5? 2? 2? 7? 7? 3? 3? 5? 5? Ja. Nach 3 geht es 5, ja? Okay. Dann kommt eine 9. Nochmal? Wo denn jetzt? Haben Sie wieder falsch? Was steht auf Ihrer Karte? Einfach sagen Sie mir bitte die Ziffern. Mach ich doch. Weil ich habe Ihnen buchstabiert, Sie haben gesagt, dass es unkorrekt ist. Ja, da haben Sie einen Fehler drin. So, sagen Sie mir bitte diese 16-stellige Nummer. Nochmal. Aha. 5. 5. 5. 5. 2. 2. 7. 7. 3. 3. 8. 8. 5. 5. 9. 9. Okay, 9. 9. 4. 4. 9. 9. 5. 5. 2. 2, 8, 8, 9, 9, 2, 2, 2, 2, ja. Das war's, ja?
Ja. Also, okay. So, prüfen Sie bitte, ich buchstabiere, 5, 5. Wenn irgendwelche Ziffern unkorrekt ist, sagen Sie mir bitte, genau vom Oder kleinen Moment, ich verbinde Sie jetzt mit Kollegen von Finanzabteilung. Kleinen Moment bitte. Ja. Hallo. Hallo. Herr Knusprig-Knusprig. Ja. Wunderschön, freut mich, Sie wieder erreichen. Sagen Sie mir bitte, warum hinterlassen Sie Ihre Daten bei uns? Was denn? Wie bitte? Was denn? Warum haben Sie Ihre Daten bei uns hinterlassen? Na, Geld verdienen. Geld verdienen, wunderbar. Haben Sie Visa oder Mastercard, keine American Express und keine chinesische Karte? Nee, wir sind ja mit der Mastercard jetzt. Aber ich kann die Visa holen, wenn Sie die haben wollen. Ja, wiederholen Sie nochmal. Na, also soll ich die Visa-Karte holen oder die Mastercard weitermachen? Mastercard. Die Mastercard? Soll ich die Nummer sagen? Ja. 5527385949598922. Okay, sagen Sie mir Ihr Ablaufdatum. Das wäre August 22. Okay, dreistellige Nummer von der Rückseite. 662. 662. Ja. Okay, mit welcher Summe möchten Sie einfangen? Mit 250. 662 Geld würde ich gerne nehmen. Mit 600, ja? 662 Geld, ja. 662 Geld. Ja. Gut, Herr Knusprig, ich sage Ihnen letzte Mal, wenn Sie da lassen Sie nochmal Ihre Daten bei uns. Knusprig, ich mache Anzeige Knusprig. Zur Polizei. Ja? Warum? Ja, und warum? Die Antwort hat sie uns dann nicht gegeben. Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auch vorher schon mit der netten Tante irgendwann mal telefoniert. Das kann hier ja mal ab und zu mal vorkommen. Aber schon Wahnsinn. Die Betrüger, die rufen hier bei mir an. Immer wieder und immer wieder. Und irgendwann merkt es dann mal einer und dann drohen sie mit einer Anzeige, die nie folgen wird, weil, naja, das sind Betrüger. Wen wollen die ihn anzeigen? Den Herrn Gerold Steiner oder den Herrn Kackifein oder den Herrn Knusprig Knusprig? Und davon mal abgesehen, naja, wer von uns beiden ist denn hier der Betrüger, der den Menschen das Geld aus der Tasche zieht? Einfach nur, wie immer, immer wieder Wahnsinn. Hier bei der Aufzeichnung habe ich noch ein bisschen gemerkt, dass ich hier noch ein kleines bisschen zu leise war. Ich glaube, das ist in den folgenden Aufzeichnungen dann wieder besser. Dadurch, dass ich jetzt hier flexibel bin, ob ich jetzt mit dem Lautsprecher oder mit dem Headset oder mit dem Bluetooth-Headset oder mit einem ganz anderen Telefon telefoniere, muss ich mich da tatsächlich erstmal so ein kleines bisschen ausprobieren, welcher Weg hier der sicherste ist, dass die Audioaufzeichnungen 100% sauber sind. Da teste ich mich gerade ein bisschen mit rein. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr jetzt von der Audioqualität haltet, ob die besser ist. Und naja, dadurch, dass ihr auch immer mal wieder in den Kommentaren geschrieben habt, dass ich zu leise bin oder der Betrüger zu leise war oder das Telefongespräch zu leise war im Gegensatz zu den O-Tönen, genau, also ihr habt da, glaube ich, das bessere Gehör. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, ja, wie sich das jetzt verhält vom Verhältnis und achtet auch gerne darauf, wie es sich in den nächsten Videos entwickelt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wisst ihr Bescheid? Auch gerne den Abo-Button drücken, falls ihr den noch nicht betätigt habt. Gerne mit Glocke, denn dann gibt es auch immer eine Push-Benachrichtigung aufs Handy, wenn ein neues Video online gekommen ist. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl, die ihr euch auch noch reinziehen könnt. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!